Please tell me how. Fertig? Cut. Okay, also ich habe jetzt aus der Vielzahl von diesen ganzen Samples, die auf der CD sind, einfach mal vier rausgeklaut oder vier rausgesampelt, von denen ich meine, dass ich sie gebrauchen kann. Das sind einmal dieses, halt praktisch als Wiedererkennungswert. Der Loop. Also der Loop bringt so, sagen wir mal, unter die Drums diesen nötigen Track, die so ein Stück haben muss, damit es etwas extremer klingt. Und halt so eine schöne Bassline-Sequenz. Ich habe mich jetzt entschieden für eine Geschwindigkeit von 165 Beats per Minute, also Schläge pro Minute. Und darauf baue ich als allererstes mal auf und programmiere erstmal die Drums, sprich erstmal als allererstes die Bassdrum. Okay, wir haben jetzt die Bassdrum aufgenommen, quantisiert die nochmal. Und loopt jetzt nach 8, also das heißt, ich mache eine Schleife da rein und die Bassdrum, so wie ich sie eingespielt habe, so wie ich sie aufgenommen habe, wiederholt sie sich immer nach 8 Beats, nach 2 Takten also. Okay, als nächstes nehme ich nun die offene Hi-Hat auf und zwar einfach nur einmal und loop sie nach einem Beat, praktisch auf der unten zwischen dem ersten und zweiten Beat und das hört sich nachher dann so an. Okay, also das nächste, was wir machen, ist die Closed Hi-Hat als nächstes Grundelement. Die nehme ich auch, die loop ich auch nach einem Takt praktisch, nee, Entschuldigung, nach einem Beat und das sieht dann wie folgt aus. Gut, der nächste Schritt zu den Grundelementen ist ein Clap, eine schöne 909. Wir geben dem erstmal hier oben den Namen Hi-Hat, damit wir auch nachher wissen, was Sache ist. Und spielen jetzt einfach mal die Claps ein. So, jetzt klingt das Clap noch ein bisschen trocken für meine Begriffe und deswegen kriegt es jetzt noch einen schönen Hall verpasst. Also das nächste, was kommt, ist der Bass. Ein Stück braucht natürlich auch ein bisschen Bauch und natürlich auch einen Bass. Und da habe ich ja vorhin diese schöne Bassline-Sequenz gesampelt. Ich werde sie allerdings nicht so lang lassen, sondern einfach praktisch noch einen Beat samplen. Nur dieses weil es für mich einfach irgendwie geiler und monotoner ist. Das wird dann nachher so aussehen. So, jetzt habe ich praktisch das ganze Grundgerüst, die Grundstruktur, die Beats und den Bass. Ist zwar nicht viele, sind wenig Elemente, aber das Stück kann mit Sicherheit davon sehr gut leben. Es ist nachher eine Sache des Arrangements. Jetzt stellt sich für uns die Frage, wie machen wir das ganze Ding? Machen wir es etwas härter oder tranziger, melodischer? Ich würde mal sagen, ich probiere mal ein bisschen rum. Spielt euch einfach mal vor, wie es bisher klingt. Praktisch haben wir jetzt alle Grundelemente im Stück drin. Was natürlich fehlt, ist dieser Wiedererkennungswert. Wir haben zwar diesen Bass gesampelt, diesen Basslauf, aber das Ding ist ja yellow und soll ja auch irgendwo wiedererkannt werden. Und deswegen habe ich mich einfach für diesen How-How-Sample entschieden.
und den ganz einfach eingesetzt. Monkey macht das Arrangement, das Arrange und praktisch den Mix. Und für den Mix sollte man praktisch frische Ohren haben. Würde ich sagen, ich gehe jetzt schlafen, vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Bierchen trinken und wir sehen uns morgen wieder. Now it's time to say goodnight. Das heißt, wir können mit dem Arrangieren beginnen. Und wir fangen jetzt an. Man muss nicht den Weg gehen, den ich jetzt gegangen bin. Jeder ist mit Sicherheit fähig, einen Remix zu machen. Man muss nicht Hooligan heißen, man muss nicht Sven Fate heißen oder Westbam oder sonst wie. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung von Technik hat, der kann Remixe machen. Das ist auch eigentlich gut so. Und schön, dass so jeder seine Ideen umsetzt und nicht jeder die gleichen Ideen hat praktisch. Also, und wer noch keinen Remix gemacht hat, der versucht es einfach mal praktisch. Keep it away. Also, geht direkt ans Werk, zögert gar nicht, fangt direkt an, denn um diese ganze Sache geht's ja eigentlich. Ihr seid diejenigen, die Deutschland braucht. Ayo, ayo, let's get together.